Hallo meine lieben Wagen, herzlich willkommen zu eurem Liebesreading. Ja, meine Lieben, nein, ganz kurz. Ein kurzer Hinweis an all diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind. Hi an der Stelle, schön, dass ihr da seid. Ihr findet unten in der Infobox alles, was ich mir zu meinen Readings so denke, denn ich spare mir immer diese langen Intros, die man am Anfang dieser Videos hat, und steige immer direkt ein in die Energie. Und das mache ich jetzt. So. Hi, meine lieben Wagen. ich weiß, ihr musstet verdammt lange auf euer Reading warten. Aber nichts passiert ohne Grund. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was für eine Botschaft ich heute an euch rausbringen darf. Ich mache heute eine Neuerlegung für euch. Eine Hauptenergie möchte ich aus meinem The Muse Tarot für euch erbeten. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So, liebes Universum, gib mir die richtigen Beobachtungen. Das ging aber schnell. Die richtigen Botschaften für meine Wagen. Interessant. Die Königin der Münzen und die Welt. Das ist eure Hauptenergie. Irgendein großer Abschnitt geht für euch zu Ende. Die Welt ist die letzte Karte der großen Arkana. Ich habe das Gefühl, ihr seid irgendwie am Ende einer Reise angekommen, am Ende eines Zyklus mit der Königin der Münzen. Etwas, was euch selbst betrifft, etwas, was den Blick, den ihr zu euch selbst habt, vielleicht geändert hat. Etwas, was mit Stabilität zu tun hat, vielleicht auch etwas, was mit Job und Geld zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, ihr seid mehr in eurer Mitte, ihr seid mehr in diese erdige Energie gekommen. Interessant. Ich bin gespannt, was die Tarotkarten hier sagen. Ich lege erstmal alle Karten aus und dann erzähle ich euch, was ich für euch hier empfangen darf. Aber die Welt sagt mir, irgendwas Neues geht los, ne? Irgendwas könnt ihr wirklich hinter euch lassen. Irgendwas Großes. Irgendwas Großes passiert. Liebes Universum, ja, der Turm, okay, wow. Eine Energie für meine Wagen. Okay. Wow. Wow, meine Lieben, der Teufel und die Liebenden. Okay, ich weiß, ihr könnt die oberen Karten nicht so gut sehen. Ich muss die so weit hochschieben, weil sonst geht mir der Platz hier auf meinem Tisch aus. Aber ich zeige euch natürlich die Karten gleich nochmal. So, wie gesagt, ich lege erst alle neuen Karten aus. Und dann erzähle ich euch alles. Ass der Münzen in der Mitte der Legung. Die fünfte Karte hat immer am meisten Gewicht in so einer neuen Legung. Also definitiv geht eine neue Reise los. Hier unten sehe ich auch immer den Torbogen mit der Welt, ne? Die Welt. Ich habe das Gefühl, ihr tretet wirklich in was Großes, Neues ein. Okay, diese beiden Karten sind zusammen auf diese Position gefallen. Ihr lasst irgendwas, wirklich, irgendwas Vergangenes hinter euch. Was Großes, ne? Die sechs Kelche reden von der Vergangenheit, die acht Kelche reden davon, auf einen neuen Weg zu laufen. Ich glaube, ihr macht euren Frieden mit der Vergangenheit oder es geht definitiv was Neues für euch los, meine Lieben. Wow, meine Lieben, die zehn Kelche an letzter Position, wundervoll. Die vier Stäbe, Halleluja. Und die vier Schwerter. Wow, meine lieben Wagen, das ist eine tolle Legung. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Legung. Okay. Also, was ich hier wahrnehme, ist, für euch beginnt definitiv ein neuer Lebensabschnitt. Mit der Königin der Münzen und dem Ass der Münzen an der Unterseite des De Quatsch. Was laber ich? Sorry, meine Lieben. Mit dem Ass der Münzen als mittlere Karte und hier der Welt und der König der Münzen. Es hat irgendetwas mit einer neuen Ruhe zu tun, mit einer neuen Stabilität, mit irgendeinem Neuanfang. Wirklich, irgendein Neuanfang möchte sich für euch zeigen. Irgendwas Großes. Ich habe wirklich das Gefühl, mit dieser Münzenergie geht was Großes zu Ende. Aber etwas,
Ich glaube, ihr habt sehr viel Arbeit an euch selbst geleistet. Ich glaube, die Königin der Münzen ist eure Energie und ich glaube, ihr habt wirklich sehr viel Arbeit in euch selbst gesteckt, in das Gefühl, das ihr zu euch selbst habt. Und nun sind die Ketten sind gesprengt worden. Wirklich, die Ketten. Irgendwelche Dinge, die euch zurückgehalten haben, wirklich nach vorne durchzumarschieren. Irgendwas hat euch zurückgehalten. Es kann auch sein, dass wirklich mit dem Turm hier etwas Plötzliches passiert ist oder noch passieren wird, irgendetwas, was euch aber in eine völlig, völlig, völlig neue Energie schickt. Das hier, meine Lieben, der Teufel und die Liebenden, ist für mich, erzählt eine Geschichte einer Lernaufgabe. Der Teufel ist die 15, die Liebenden sind die 6. Wenn man diese Themen wirklich, wenn man sich aus diesen Themen befreit hat, führt die 15 zu 6. Man bekommt eine neue Leichtigkeit, man bekommt eine neue Ahnung von seinem Weg, man befreit sich aus seinen Fesseln. Irgendetwas passiert hier, was ein grundlegendes Ende an irgendetwas setzt, was euch aber in eine ganz, ganz, ganz neue Richtung schickt. Wirklich, ich habe das Gefühl, ihr macht euch wirklich hier auf einen neuen Weg hin Richtung Ruhe, Stabilität, glückliche Beziehung, Erfülltheit. Also vielleicht wirklich möchte sich hier eine neue Beziehung für euch zeigen. Ich kann das, vielleicht habt ihr irgendwie lange an was Altem festgehalten und irgendetwas passiert hier. Vielleicht wart ihr selbst in dieser Position der 7 Stäbe und habt Neuanfang irgendwie zumindest energetisch von euch ferngehalten, irgendwie blockiert, weil ihr hier noch in irgendeiner Art und Weise gebunden wart. Aber diese Verbundenheit, ne? Irgendwelche Anhaftungen, die fliegen euch um die Ohren im absolut positiven Sinne. Und ihr könnt euren Frieden mit der Vergangenheit machen. Wow, 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 meine lieben Wagen. Wundervoll. Okay, ich frage jetzt mal nach. Was ist denn dieser Turm hier, liebe Universum? Was ist der Turm hier für meine Wagen? Ich habe gerade die 5 Kelche gesehen. Also, meine Lieben, Königin der Münzen, nochmal. Vielleicht geht auch etwas mit einer Königin der Münzen zu Ende. Vielleicht mit einer anderen Person, vielleicht mit einem Erdzeichen. Vielleicht, wobei ich es eher als euren Zustand wahrnehme. Gerechtigkeit, ne? Das hier, die 6 Münzen sind meine kleine Waagekarte, sage ich immer. In irgendeiner Situation erfahrt ihr sowas wie Gerechtigkeit. In irgendeiner Situation bekommt ihr Ruhe rein. Wirklich, mit dieser ganzen Münzenergie. Ich habe das Gefühl, hier möchte in irgendein altes Thema möchte für euch wirklich Ruhe und Gerechtigkeit einkehren. Wie gesagt, in einem Turmmoment. Ich weiß nicht, was dieser Turmmoment ist. Ihr wisst es vielleicht. Ich habe aber eher das Gefühl, vor allem weil es auch die erste Karte war, dass dieser Turmmoment schon passiert ist. Dass das etwas ist, was in der Vergangenheit liegt, was euch aber wirklich lange beschäftigt hat, ne? Was ihr irgendwie mit euch rumgeschleppt habt. Und nun ist es wirklich an der Zeit, aus dieser alten Energie herauszutreten, wie die Königin der Münzen und wirklich das anzunehmen, das Neue anzunehmen, was das Universum dir zeigen möchte. Wirklich mit diesen Karten hier unten, mit den 4 Stäben und den 10 Kelchen. Ruhe, ne? Hier will Ruhe rein, in euer Liebesleben will Ruhe rein, in eure Beziehungen will Ruhe rein. Ich würde gerne wissen, wo läuft denn dieser Mann auf den 8 Kelchen hin, liebes Universum? Wo läuft dieser Mann auf den 8 Kelchen hin? Meine Lieben, hier fallt ihr. Es hat etwas mit eurer inneren Mitte zu tun. Ruhe, wirklich. In irgendeiner Art und Weise möchte sich in euch oder auch in eurem Leben wirklich eine große Ruhe ausbreiten. Die Hohe Priesterin steht für mich absolut für so eine ruhige Energie. Die 4 Schwerter sprechen von Ruhe, diese ganze Münzenergie. In irgendein Thema möchte Balance im Innen wie im Außen. Wenn aber die Gerechtigkeit in eure Legung fällt, habe ich eher das Gefühl, es geht hier darum, dass ihr wirklich wieder in Balance findet, dass ihr wirklich dieses Gefühl der inneren Ruhe auch spüren könnt. Ich glaube wirklich, ihr wisst es, liebe Wagen. Für diejenigen, die sich in dieser Legung wiederfinden, ihr wisst genau, was euch innerlich die Ruhe genommen hat.
Es ist an der Zeit, hier einen Haken dran zu machen mit der Welt und sich für das Neue zu öffnen, denn es möchte sich wirklich was Neues zeigen, zumindest eine neue Energie. Eine neue Energie, genau das, was ihr haben wollt, ne? Stabilität, Erfülltheit. Ich glaube, ihr findet wieder näher zu euch mit zweimal dieser Königin der Münzen und hier, ihr kommt wieder bei euch an, ihr findet diese Balance und das ist ja etwas, was euch Wagen sehr wichtig ist, ne? Diese innere Balance zu halten und all das, was euch das genommen hat, geht. Vielleicht mit dem Hauruck oder ging oder wie auch immer. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich an der Unterseite des Decks der Wagen. Es geht wieder darum, vorwärts zu kommen. Wirklich, für euch geht eine neue Reise los. Absolut. Ich wollte es gerade aussprechen. Der Page der Stäbe, das ist ein Abenteurer, das ist ein Reisender. Ne? Für euch geht eine völlig neue Reise los in Leichtigkeit. Irgendwas möchte sich bewegen, irgendwas möchte, ne, euch vorwärts treiben. Ich würde gerne wissen, warum liegt das Ass der Münzen hier für meine Wagen? Was möchte sich hier zeigen? Warum liegt das Ass der Münzen hier? Ja. Wieder, meine Lieben. Neues Ufer, die sechs Schwerter. Ich habe wirklich das Gefühl, für euch geht was völlig Neues los. Eure Energie schon wieder. Ihr seht plötzlich klarer, wo es für euch hingehen soll. Ihr seht die Situation klarer, ihr seht dieses Ende klarer, ihr seht euch selbst klarer. Euch wird die Richtung klarer, wo es hingehen soll. Ihr erkennt auch neue Möglichkeiten. Ne? Ihr habt ein sehr starkes Bewusstsein für die Dinge, die gerade passieren. Ihr seid sehr aufmerksam. Wow, meine Lieben. Die Sonne und die Mäßigkeit. Da geht's hin. Da geht's hin. Mabilan, alles gut. Also, wirklich, das, was ich hier wahrnehme, die einzigen schlechten Karten, die hier auf dem Tisch liegen, sind hier in der Vergangenheit oder ne, Turmmomente. Ich nehme das hier oben, diese ganze schwarze Energie, eher als was Vergangenes war. Ich nehme im Hier und Jetzt, in der Gegenwart wahr, dass ihr jetzt bereits in dieser Übergangsphase seid, ne, dass ihr wirklich das hier hinter euch lassen könnt, völlig neu durchstarten, völlig neu anfangen, eine neue Klarheit darüber bekommt, wo es für euch hingehen soll. Was bringt euch diese Balance? Hier liegen so viele Karten, die von Balance sprechen, die sechs Münzen, die Königin der Münzen, die Gerechtigkeit, die hohe Priesterin und jetzt auch noch die Mäßigkeit. Also es geht wirklich darum, zu erkennen, wo ihr diese Ruhe findet, wo ihr wieder in eure Mitte kommt, was euch glücklich macht, wo ihr hin wollt. Und ich glaube mit dem Ast der Münzen, dass es sich hier auch zeigen möchte, dass euch hier das Universum Gelegenheiten bietet, das klar zu sehen oder einen neuen Weg einzuschlagen. Aber ich glaube, hier mit den sieben Stäben, die da liegen, ihr solltet das nicht abhalten von euch. Ihr solltet euch dafür öffnen, ne, dass es wirklich in irgendeiner Art und Weise für euch einen Neuanfang gibt. Etwas Neues möchte sich zeigen, eine neue Energie, eine neue Ruhe. Dafür müsst ihr euch aus diesen alten Fesseln befreien. Dafür müsst ihr offen sein oder bereit sein für eine Veränderung. Aber die Veränderung, glaube ich, wird euch gefallen, meine lieben Wagen. Sie wird euch gefallen. Wow, okay. Sehr, sehr krass. An der Unterseite des Decks, das Rad des Schicksals, meine Lieben. Genau, wirklich, das, was ich hier in dieser ganzen Legung wahrnehme. Es tut sich was, ne? Es bewegt sich was. Das Universum möchte euch Rückenwind geben, vorwärts zu kommen, weiterzukommen. Irgendwelche Dinge passieren zu euren Gunsten. Vielleicht kommen sie oder kamen sie. Ich habe wirklich, es liegt, ich glaube, der Turmmoment liegt eher in der Vergangenheit. Vielleicht kamen sie in einem Turmmoment daher und haben nochmal ne, wirklich Themen hochgebracht mit dem Teufel, die ungemütlich waren, die euch aber aufgezeigt haben, wo es für euch hingehen soll. Und den Weg seid ihr angetreten. Und es ist nun an der Zeit, hier wirklich
umzudenken, bereit zu sein für die neue, für die Veränderung, bereit zu sein, diese neue Energie in euer Leben zu lassen, bereit zu sein, einen anderen Weg einzuschlagen. Wow, was hat sich hier umgedreht? Der Hierophant. Vielleicht wirklich, vielleicht geht es hier für euch um eine neue Partnerschaft. Das kann ich nicht ausschließen mit diesen ganzen Karten, die hier liegen. Vielleicht hat eure letzte Trennung irgendwie, ne? War eure letzte Trennung irgendwie ein Turmoment und ihr seid da noch lange dran gehangen und jetzt kommt vielleicht auch diese Königin der Münzen daher und holt euch da raus. Ich weiß es nicht, oder ne? Was heißt, holt euch daraus? Irgendetwas, irgendwas Neues zeigt sich. Irgendwas Neues. Ein völlig neuer Weg, eine völlig neue Richtung, liebe Wagen. Interessant. Okay, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf alles nochmal genauer eingehen möchte. Ich frage, was blockiert euch? Was möchte euch euer Unterbewusstsein sagen? Was möchte sich hier für eine Beziehung zeigen? Ich frage nochmal nach dem Ass der Münzen nach. Ich will einfach noch ein paar Zusatzinfos haben. Für all diejenigen, die sich dieses Zusatzreading aber nicht anschauen, ich hoffe trotzdem, dass hier Botschaften dabei waren, die euch gerade geholfen haben. Ich habe wirklich das Gefühl, ihr seid hier an einem wichtigen Wendepunkt in eurem Leben, ne? Mit der Welt und dem Ass der Münzen. Ich habe wirklich das Gefühl, was Großes geht zu Ende und was Großes Neues möchte kommen. Und vielleicht müsst ihr euch einfach dafür bereit machen, dass was Großes Neues kommt. Etwas, was euch wirklich, ne, was euch gut gefallen wird. Dieser Turmmoment bringt in irgendeiner Art und Weise einen wunderschönen Neuanfang. Okay, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao.